Also wir planen jetzt durch die Karl-Marx-Straße zu ziehen und halten an verschiedenen Straßen, wie die LaSalle-Straße, die Babypark, die Liebner-Straße, um dann kurze Beiträge dieser Revolutionäre zu würdigen und an sie zu erinnern. Das ist deswegen hier, weil dieses gesamte Viertel, einerseits die 1848er Revolutionäre mit Straßennamen würdigen, Strube, Sträuber, Hecker, wie auch, was Michael gerade sagte schon, die frühen Sozialisten ebenfalls hier mit Straßennamen benannt sind. Deswegen. Das gesamte Ensemble spielt also Rolle. Und es geht bei uns jetzt nicht nur alleine um Karl Marx, sondern es geht um die gesamte Geschichte, wie er mit anderen zusammen zu seiner Zeit gewirkt hat. Ja, was können wir heute von Karl Marx lernen? Vor allen Dingen, dass die Verhältnisse konkret sind und immer sehr genau untersucht werden müssen. Einerseits, andererseits, dass die Gesellschaft, die bürgerliche, kapitalistische Gesellschaft in sehr unterschiedliche Klassen unterteilt ist und dass man die Machtinteressen und vor allem die Produktionsgrundlage dieser Gesellschaft nicht vergessen darf, sonst kommt man immer wieder zu falschen politischen Schlussfolgerungen. Er ist nicht umsonst der meistzitierte Ökonom der Welt nach wie vor. Es berufen sich immer noch unglaublich viele emanzipatorische Bewegungen auf Karl Marx und seine Lehren, die er gezogen hat. Und er hat vor allem ein ganz wichtiges Moment reingebracht in die Analysen der Gesellschaftsverhältnisse, indem er nämlich gesagt hat, dass alles, was existiert in der Gesellschaft, soziologisch betrachtet, Verhältnisse sind, die auch als solche analysiert werden müssen und auch als solche dann überwunden werden können, wenn sie ins Unterdrückerische gehen. Den Klassenkampf zu gestalten, weiter nach vorne zu bringen, gemeinsam. Ja, erstens mal können wir da von ihm lernen, dass wir kritisch sein müssen. Sein Wahlspruch war ja, man muss an allem zweifeln. Zweitens können wir von ihm lernen, dass wir uns nicht den Mächtigen unterwerfen dürfen, weder in den Taten noch in den Worten noch im Denken. Und drittens können wir von ihm lernen, dass die Emanzipation weltweit nur international erkämpft werden kann und dass deswegen eine internationale Bewegung gegen die Globalisierung von oben notwendig ist. Was man lernen kann, Menschenrechte. Menschenrechte ist das Stichwort, gilt nach wie vor für die sich einzusetzen. Nie aufgeben. Das war's. Marx kann man heute lernen, dass es wichtig ist, dass man guckt, dass man keine Zweiteilung der Gesellschaft kriegt, wie wir es im Moment haben. Ich bin Unternehmer, laufe hier in erster Reihe. Da müssen wir von lernen, dass es nur funktioniert, wenn alle gleichmäßig am gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt werden. Karl Marx können wir heute immer noch lernen, den Kapitalismus in seinen Gesetzmäßigkeiten grundlegend zu verstehen. Weil wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir erstmal den Kapitalismus verstehen, um ihn letztendlich auch abschaffen zu können. Und das können wir von Karl Marx auch heute noch lernen. Also ich glaube, Karl Marx steht für die Erkenntnis, dass die bürgerliche Gesellschaft eine gewaltförmige ist und von gesellschaftlichen Kämpfen geprägt ist und dass aller gesellschaftlicher Fortschritt auch durch gesellschaftliche Kämpfe erreicht wird. Hallo, darf ich fragen, was das ist? Ja, wir bedanken uns im Namen der Finanzindustrie. Die kommen nicht dazu, sich für das großzügige Steuergeschenk zu bedanken, deswegen machen wir das. Und da gibt es ein kleines Dankeschön und eine goldene Erdnuss. Das ist gut.
Geschichte, die genau. Packt umfassend in meinem. Alles notiert, ja. Alles schon. Ach, Herr Rossi auch. So, ja. Ach, der Herr Stein. Von Ihnen hätte ich das nicht gedacht. Was sagt denn Ihr Herr Jürgen Hoffmann dazu? Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Wir sorgen hier für Ihr so. Trinken. Der Herr Runge, der Schuster. Jawohl, und der Herr Trüper. Wer hier schwitzen? Ja, Herr Trüper fischt wieder im Trüpen. Ja. Jetzt kommt die Kehrmaschine. Lieber Schwager, wenn man hier alles trifft. Wohin der Kollege? Alles einschlägige Figuren hier. Es ist unglaublich, was hier stattfindet. Dieses Gesindel, auf unsere Kosten leben sie und dann demonstrieren sie gegen uns. Anstatt zu kapieren, dass wir die Geldgeber sind. Wir haben das Kapital, nicht Karl Marx. Sie verstehen das einfach nicht. Seit mehr als 200 Jahren arbeiten wir uns ab, schaffen Kolonialismus, sogar Konzentrationslager. Gut, es ist nicht immer die feine Art. Der ein oder andere Weltkrieg war einfach notwendig. Und dann hieß es hier, man gräbt einen 200 Jahre alten Mythos aus und missachtet unseren Einsatz seit Jahrhunderten. Lassalle war ja einer, steht auch hier Ferdinand Lassalle, Führer des Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Ein kleines Hafenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Schönheit und
Verfassungsschützern hier unten natürlich auch. Wunderbare Aktion. Und hier den zynischen Kapitalisten. Ja, wir bekommen euch nicht los. Heute nicht, aber irgendwann. Versprochen. Jetzt kommen wir zu der politischen Rede am heutigen Tage. Also so eine Aktion, die braucht eine politische Rede. Die darf nicht zu lang sein, aber sie muss auf den Punkt sein. Und wir freuen uns über denjenigen, der sie uns vortragen wird. Mit dem Versuch nochmal zusammenzufassen, was bedeutet Karl Marx historisch, aber was bedeutet er vor allen Dingen für uns heute. Und wir begrüßen den Bevollmächtigten, ich sage immer den Vorsitzenden, den Bevollmächtigten der IG Metall hier in Mannheim, Klaus Stein. Klaus Stein, hier dein Mikrofon. Ich hoffe, dass er auch da ist. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank an alle Anwesenden. Und wenn man mich fragen würde, was für mich der eigentliche Wert des heutigen Tages ist, dann besteht er darin, dass ich viele Menschen hier heute gesehen habe mit teils höchst unterschiedlicher, zumindest in Teilen politischer Auffassung. Und wie ich finde, was so bemerkenswert ist, dass uns der Tag, das Datum, die Person, aber sein politisches Wirken eint. Und wenn ich das hinzufügen darf, ich würde mal das für den einen oder anderen aktuellen politischen Exkurs, insbesondere in der Linken Deutschlands, wünschen, vereint, gemeinsam vorzugehen. Wir halten anlässlich dieses Datums inne, diskutieren, teils kontrovers, mit wahrscheinlich unterschiedlichen Pointierungen. Und eines tun wir gemeinsam und mit viel Freude, wir feiern und gratulieren dem, aus Sicht vieler wichtigsten Vordenker und Vorkämpfer der Arbeiterinnen und Nehmer Bewegung bis zum heutigen Tag. Uns geht es nicht um Personenkult, insbesondere auch nicht bei der heutigen Veranstaltung. Es geht um deutlich mehr. Die Besonderheit der Marx'schen Werke ist das wissenschaftliche Analysieren und Kritisieren der kapitalistischen Funktionsweise und der widerstrebende Klasseninteressen von Kapital und Arbeit. Marx und sein Freund auf Lebenszeit, Friedrich Engels, haben es vollbracht, die inneren Widersprüche des Kapitalismus, die in diesem Wirtschaftssystem angelegte Verarmung der arbeitenden Klasse und des Subproletariats und letztlich auch die Auflehnung gegen die Verhältnisse, nicht nur aus einer rein moralischen Perspektive, wie es andere Frühsozialisten taten, aber auch Teile der Kirche, zu kritisieren, sondern sie als eine naturgesetzliche Entwicklung zu erklären. Und das ist richtig, gestern wie heute und in Zukunft. Super Gedenk- und Festtag, Karl Marx, 200 Jahre. Was ich mit Karl Marx verbinde, ich würde sagen, zwei wesentliche Botschaften will ich da herausstellen. Die eine Botschaft ist, wo entsteht die Armut, wo entsteht der Reichtum? Es ist in der Arbeit selber begründet, wo der Mehrwert erschaffen wird in der Arbeit, der Mehrwert, der durch die Kapitalisten angeeignet wird. So, das ist die eine wesentliche Botschaft. Und ich glaube, eine andere wesentliche Botschaft
wenn man jetzt das Kapital lesen würde oder eine Zusammenfassung, ist man eigentlich erstaunt, wie aktuell dieses Werk ist. Es ist eigentlich fast eine Beschreibung der Zustände, die wir jetzt haben, weniger eine Beschreibung der Zustände, die vor 150 Jahren waren. Das ist phänomenal. Es ist die Darstellung der kapitalistischen Dynamik, der Dynamik des Kapitalismus, der letztendlich auch zu Krieg und zur Zerstörung und nicht immer zur Revolution führen kann und muss. Und deswegen umso mehr auch heute für uns eine Aufgabe ist, uns damit auseinanderzusetzen und genau diese Zerstörung und diese Kriege auch zu verhindern. Die Analysen, die Karl Marx über die kapitalistische Gesellschaft getroffen hat, treffen im Prinzip heute noch zu. Und ich glaube, er gibt für viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, wie beispielsweise Globalisierung, durchaus nachdenkenswerte Antworten, die heute zu beantworten sind, anders als vielleicht vor 150 Jahren. Aber er ist nach wie vor aktuell und eigentlich aktueller als je zuvor. Gut, ich gehe aus von der Werttheorie im ersten Band des Kapitals und ich denke, dass die dort vorgenommenen grundsätzlichen analytischen Erkenntnisse heute gerade für die Weltmarktbewegung des Kapitals oder für deren Erklärung im gesamten Finanzzusammenhang, im finanzkapitalistischen Zusammenhang sehr wichtig sind. Wichtig sind aber auch die Konsequenzen, die daraus zu ziehen wären, nämlich die, dass die Veränderung in dieser Richtung nicht mit friedlichen Mitteln allein zu gewährleisten ist, andererseits aber auch die Frage der Gewalt sehr problematisch ist. Ich würde sagen, es bleibt die Erkenntnis, dass er in weiten Teilen recht hat und es bleibt andererseits auch die bittere Erkenntnis, dass die Mehrheit in Parteien, Institutionen und in Bevölkerung von Marx Gedankengut und seiner Analyse nicht viel wissen will. Okay? Ich denke, dass wir heute eine große Sache erlebt haben hier in Mannheim. Das sage ich nicht oft. Dass wir bewiesen haben, dass man nicht im Kämmerchen für Karl Marx und für die Ideen eintritt, sondern dass man damit rausgeht auf die Straße und dass man in einer fröhlichen, aber auch politischen Aktion das dann auf der Straße den Leuten zeigt, für was wir eintreten. Und dass es heute geglückt ist und dass 500 Leute auf der Straße waren und für diese Ideen gesungen haben, musiziert haben, ihre Objekte gebaut haben, war das, was ich mir gewünscht habe, dass es so eine kulturelle Intervention gibt in diesem Stadtteil, das wahrscheinlich noch nie gesehen hat, so eine Aktion. Und dass wir daran ansetzen können und wissen, wir können sowas organisieren. Und ja, wir können Freude haben dabei und wir können anderen Leuten auch Freude vermitteln und können trotzdem eine politische Botschaft vermitteln. Es ist für mich mit Leben gefüllt, das, was jetzt bei vielen Fernsehsendungen so Thema war und auch zum Teil auch sehr, sehr, sehr blöd dargestellt war, dass Marx eigentlich auch ein sehr kulturvoller Mensch war, dass der im Grunde genommen wusste um das, was Emotion bedeutet und was Engagement bedeutet. Also es gibt einen Satz von ihm zum Beispiel, der sagt, jede Bewegung ist wichtiger wie tausend Erklärungen oder Papiere, die man schreibt. Und sowas haben wir heute eingelöst, denn wir haben Bewegung gemacht, wir haben auf der Straße getanzt, gesungen. Wir haben diese Inhalte von Marx in szenischen, zum Beispiel diese zynischen Kapitalisten zum Beispiel, war eine tolle Aktionsidee zu zeigen, die andere Seite zu persiflieren und das auf die Straße zu bringen innerhalb von so einer großen Aktion. Also ich bin total zufrieden, es waren um die 500 Leute, das war ein sehr langer Zug, der da gelaufen ist und es war keine klassische Demo mit Parolen nur, sondern es war eine Demo, die gezeigt hat, dass das Leben aus sehr viel mehr Facetten besteht.